Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von DuckLife. In der letzten Folge sind wir ja in die Wüstenwelt gekommen, die richtig coole Musik hat. Also ich finde die Musik jetzt auch zwei Tage später immer noch richtig, richtig cool. Der Typ hier vorne hat uns einen Brief gegeben, den wir irgendwohin abgeben müssen. Zu irgendjemandem, der hier was baut, den ich aber noch nicht gefunden habe. Und wir sind aber noch zu schwach, um hier irgendwas zu reißen, weil hier geht es darum in diesem Spiel, dass wir groß und stark werden, dass wir kämpfen, dass wir andere Enten besiegen. Und ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch viel, viel stärker werden. Und deswegen fangen wir erstmal ein bisschen zu trainieren. In der letzten Folge haben wir gelernt, wie man Fahrrad fährt. Und natürlich auch danke an den ganzen Support für die Reihe. Ich habe aktuell das Gefühl, dass ich die 100.000 Abonnenten irgendwann tatsächlich erreichen kann. Es war vor ein paar Monaten noch ganz anders, da war ich echt ein bisschen niedergeschlagen. Aber jetzt aktuell habe ich das Gefühl, ja okay, 100.000 ist vielleicht irgendwann möglich. Und das ist auch mein ganz großer Traum. Ich mache da, glaube ich, die Tage nochmal ein Video drüber, wo ich darüber rede, wie cool ich das finden würde, 100.000 Abonnenten zu erreichen. Aber jetzt erstmal trainieren wir ein bisschen. Ich habe mir ein paar Trainings, glaube ich, schon angeguckt in der letzten Folge. Ich muss Bomben abschießen? Wow. Oh, Moment. Ach, ich muss die abschießen, bevor diese Gebäude berühren, oder was? Bam. Bam. Oder? Ja, okay. Aber warum? Ich glaube, die Gebäude sind doch überhaupt nicht... Oh, das Gebäude wird kleiner. Ich weiß nicht, was passiert. Ich beschütze mal nicht das Gebäude, sondern sammle einfach nur richtig gierig die Münzen ein. Oder habe ich gerade ein Hack gefunden für diesen Modus? Ich glaube, so ist das nicht geplant gewesen, dass dieser Modus gespielt wird. Ach, sollen die Gebäude noch abstürzen, oder? Ganz ehrlich. Ich mache nur so ein bisschen. Okay, wir schießen mit Luftballons, Weintrauben. Weintraubenballons schießen wir Bomben ab. What? Ich kann gar nicht alle abfeuern jetzt, weil es zu viele sind. Oh, es ist nervig dort gerade. Aber wir machen ja wahnsinnig viele Level. Was bitte, wenn jetzt die Bombe hier auf den Boden berührt? Bin ich da tot? Ja, bin ich tot. Aber ich habe 18 Level gemacht im ersten Versuch. Und wir sind Level 80. Das ging extrem leicht. Ich hoffe, die sind alle so einfach. 19 Level ist, glaube ich, wirklich mein Rekord. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gemacht vorher auf einen Schlag. Okay. Ich schade, dass die Musik hier nicht so richtig geil ist. Okay, ich puste. Immerhin gibt es viel Erfahrung. Also, das Spiel weiß schon, dass es ein bisschen verbuggt ist. Wobei, jetzt gerade geht's. Jetzt gerade geht's. Muss einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Dauerfeuer machen. Gibt auch viel Erfahrung tatsächlich. Fällt mir gerade mal auf. Also richtig viel Erfahrung. Finde ich gut, dass die Level jetzt hier ein bisschen einfacher sind, was die Erfahrung angeht. Ich bin tot. Autsch. Aber auch jetzt 5 Level gemacht, ohne Probleme. Das ist cool. Mach mal. Okay, noch 2 Münzen und wir haben's. Wir haben jetzt immer noch die Münzen ein. Zack, zack. Alright. Das geht auch sehr, sehr leicht. Oh, das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Bam. Okay. Also die haben mehrere coole Minispiele eigentlich reingenommen ins Spiel. Aber es sind auch wirklich Minispiele, wo ich sage, ja, okay, das macht Spock, so. Bam. Kann ich abwehren? Ne, die wehren ja alle nicht ab, ja gut. Ich hätte gerne mal einen besseren Gegner, ehrlich gesagt. Kennst du? Der hat den auch nicht. Ja, was ist denn das? Kann bitte einer gut genug sein, um zumindest einen Ball abzuwehren? Leute. Wie viele Level soll ich noch machen? Was soll das? Au, ah, nee. Na gut. Kriege ich am Ende irgendwie einen Boost? Weil ich habe ja da oben Punkte. Oh, er hat ihn abgewehrt. Bam. Aber das kann ich, glaube ich, gut. Das kann ich, glaube ich, gut. Ich habe viel Zeit im Computerraum verbracht zur Schulzeit. Und da wurde sowas ja gespielt. Bam. Oh, nein, okay. So viel dazu, dass ich gut bin. Bouncy, bouncy. Oh, such a good time. Bouncy, bouncy. Ich glaube, ich habe aber wieder das richtige Momentum rausgefunden. Um die alle mit einem Bam kaputt zu machen. Ja, ja, ich glaube, ich hab's. Ja, 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 okay. Hab das richtige Momentum raus. Bam. 10 Erfahrungen kriege ich jetzt schon. Kriege ich jetzt 50 Erfahrungen oder war es einfach für den Sieg? 12 Erfahrungen. Ich mache noch ein bisschen weiter. Dem mache ich noch Platz. Oh, okay. Okay, und jetzt balanciere ich ihn, glaube ich, einfach. Jetzt balanciere ich ihn einfach. 14 Erfahrungen ist eine Menge, ist eine Menge. Okay. Cool. Ja, Modus ist auch cool. Der gefällt mir auch. Der ist auch spaßig. So, bam. Es ist natürlich leicht auszunutzen. Oh, ich bin gerade von der Tastatur richtig krass abgerutscht. Deswegen musste ich ihn rüberhauen. Okay, bam. Und, komm, den besiegen wir aber noch. Den besiegen wir aber noch. Oh, oh nein. Oh nein.
Den besiegen wir natürlich nicht. Ich wollte nur Level 80 werden. Okay, wir sind jetzt schon in 3 von 5 Disziplinen Level 80. Das geht sehr, sehr schnell. Trainieren wir noch das Special. Okay, was ist denn hier? Muss ich mal... Ah. Das wird immer kleiner. Und ich muss... Okay. Was muss ich machen? Einfach einen Turm bauen, oder was? Aber ist doch wahnsinnig einfach. Oder? Ich meine, nachher, wenn es ganz klein wird, wird es wahrscheinlich schwer, aber jetzt gerade ist es doch wahnsinnig einfach. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Boing. Okay, das ist jetzt mein letzter Versuch, weil ich werde Level 80 werden. Ich hatte noch nicht einmal einen richtig hohen Turm, wo ich sagen kann, ja, okay, das ist so hoch, das zeige ich auf jeden Fall. Weil es wird immer was abgeschnitten. Jedes Mal. Egal, wie präzise man ist. Ein bisschen geht immer weg. Das heißt, so einen richtig krass hohen Turm kann man gar nicht machen. Man kann nicht nur hoffen, dass es lang genug geht. Oh, der war perfekt. Der war perfekt, okay. Jetzt habe ich zwei perfekte nacheinander gemacht. Und er fällt dann auf einmal von alleine. Okay, aber ich hatte jetzt kurz zwei perfekte nacheinander. Keine Ahnung. Wenn ihr das Spiel auch habt und ihr irgendwie einen 20-Meter-Turm gebaut habt, könnt ihr mir davon gerne mal einen Screenshot schicken. Okay, noch das Speed-Training. Das haben wir doch schon beim letzten Mal angeguckt. Das war ja dieses Downhill, wo ich Backflips machen kann. Und... Wie hieß denn das Originalspiel dazu? Das hat mir keiner in die Kommentare geschrieben, glaube ich. Ist auf jeden Fall ziemlich dope. Okay, jetzt hier... Ah, Gott. Okay. Wow, 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 wow. Okay. Bam, bam, bam. Dann kriegt ihr auch viel Erfahrung, merke ich gerade. Zumindest, wenn man viel Speed hat. Wenn man viel Speed hat, gibt es hier auch viel Erfahrung. Der war ein bisschen hart, der Drop. Okay. Backflip. Double Backflip. Triple Backflip. Okay. Okay, für Backflips kriege ich Münzen, merke ich gerade. Alter, was für ein Sprung. Was für ein Sprung. Okay. Oh. Ei, 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 ei. Okay, ich muss wieder ein bisschen Momentum kriegen. Oh, oder ich fall einfach. Das ist natürlich auch ein Plan, einfach zu fallen, weil man ein Idiot ist. Ich muss sagen, von allen DuckDive-Titeln, die ich bis jetzt gespielt habe, sind die Minispiele hier auf jeden Fall am besten. Also mit Abstand. Weil die hier machen wirklich Spaß und bei den alten war es halt sehr oft einfach Arbeit. Und hier sitzt wirklich einfach eine Menge Spaß. Also Respekt an die Entwickler, die haben sich ein paar coole Dinge ausgedacht und auch cool umgesetzt. Und wir upgraden mal den da und wir upgraden mal den da, dass wir jetzt auf jeden Fall alle Gegner hier zerstören können. In der letzten Folge hatte ich echt Probleme gegen die meisten hier. Aber jetzt zerballer ich die komplett. Jetzt kommen wir nämlich zum spaßigen Part. Nämlich zu dem Part, wo ich einfach Enten verprügel. Ich denke, mein Special macht so 400. 466. Ja, das ist der spaßige Part. Goodbye. Ich muss den gar nicht besiegen. Ich habe einfach nur so gemacht. Komplett unnötig. Ja, hier ist die drin. Die Gamma-Waffe. Achtung. Und rein da. Bye, Treibsaun ist cool, ciao. Den hier vorne konnte ich schon besiegen, aber der hier unten, der Farmer, der war zu stark für mich. Der hat mich leider richtig hart verprügelt in der letzten Folge. Habt ihr nicht gesehen, ich habe es, glaube ich, rausgeschnitten. Aber heute kommt unsere Rache. Heute kommt unsere Rache. Und wir werden den Vogel richtig hart verprügeln. Der hat eine coole Waffe, by the way. Aber keine Chance. Wir haben 58 Leben, wir machen mit jedem Schlag dort 150. Unser Special ballert ihn kaputt, ganz ehrlich. Er ist immer noch so schnell, dass er halt zweimal gegen uns angreift, obwohl wir Speed trainiert haben wie so ein Verrückter. Aber ist okay. Goodbye. Okay, es hat nur 400 Schaden gemacht und kein 500. Er greift einmal an. Greift nochmal an, komm. Oder ich... Okay, goodbye. Ich liebe das ja an diesem Spiel. Oder generell in der Reihe liebe ich das. Dass man so gut Fortschritt macht. Und einfach immer, immer stärker wird. Okay. Hey, Bro, was geht? Du siehst eigentlich eher aus wie... Du siehst eigentlich aus wie jemand, der gerne Pokémon sammelt. Aber verprügeln will ich mal. Habe ich kein Problem mit. Was ist denn für eine Waffe? Eine Schaufel hast du. Okay, hau mal raus, hau mal raus. Was ein schwaches Special ist das denn? Okay, ich bin betäubt danach. Aber es war ja extrem wenig Schaden. Das hier ist richtiger Schaden. Guck dir das mal an. Geh mal weiter deine Pokémon sammeln. Geld gekriegt. Wow. Und hier ist ein Cowboy-Hut. Cowboy-Hut. Okay, was gibt der uns? Der gibt uns 30 Protection und 35 gegen Erde. Das Ding ist, ich habe ja... Es gibt so ein Lotterierad und daran habe ich gedreht.
Und ich habe da halt einfach einen Stahlhelm gezogen, der einfach... Es ist, glaube ich, eines der besten Items im Spiel, weil es ist halt unfassbar stark. Der hat eine Wasserpistole, würde ich jetzt gerne noch haben, bevor ich in den nächsten Abschnitt gehe. Ja, eine Wasserpistole kriege ich. Alright. Ein bisschen knapper tatsächlich. Also er hat ordentlich Schaden gemacht. Aber wir haben seine Waffe, die Wasserpistole. Dankeschön dafür. Danke dafür, Alblali. Drei Kämpfe muss ich nacheinander gewinnen und dann lernen wir, wie man fliegt. Okay, und der erste Kampf ist damit easy gewonnen. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass ich irgendeinen Kampf verliere. Also es würde mich extrem überraschen, wenn ich einen Kampf verliere. Er ist auch schwach gegen Elektrizität. Das heißt, ich bleibe dabei. Aber sieht cool aus. Ich mag das Outfit. Ich bleibe jetzt dabei. Und er hat eine Steinschleuder. Er gibt schon trotzdem einen Nahkampf und... Nee, er macht während dem Kampf. Okay, 100 Schaden. Ist ordentlich. Wie viel macht er mit dem Special? 100? Er hat es noch gar nicht eingesetzt. Okay, dann kommt's jetzt. Das war viel Schaden. Das war viel Schaden. Okay. Yikes. Das war überraschend knapp, ehrlich gesagt. Der Special war ziemlich stark von ihm. Letzter Kampf. Er ist auch stark gegen Wasser. Ich kenne keinen einsetzen, die sind alle stark gegen Wasser. Das ist doch bescheuert. Der sein Special macht... ...200 nur. Aber es ist ein lustiges Special. Er wirft erst irgendwie einen Samen und dann gießt er das. Er setzt... Kannst du recht... Was? Er setzt es zweimal nacheinander ein? Wie schnell hat er dessen ready? Okay. Ja, ist bescheuert. Ist schon bescheuert, sein Special. Er setzt, glaube ich, nochmal eine. Ja. Kannst du bitte damit aufhören? Kannst du bitte damit aufhören? Ich habe nur 16 Leben. Das war überraschend knapp, ehrlich gesagt. Okay, wir haben aber alle Kämpfe gewonnen. Und jetzt lernen wir dafür, wie man fliegt von diesem Dude hier. Hello. Bam, 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 bam. Hey, wir können jetzt fliegen. Ja, ich glaube, vorher konnten wir nicht auf den Bäumen... Ah, nee, muss ich erst fliegen drücken? Ah! Ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hinfliege. Ach, das ist jetzt wie bei Pokémon quasi. Die Schnellreise. Okay, war ich schon... Ich war noch gar nicht überall. Oder? War ich schon im Sumpf? Ich war hier noch nicht. War ich hier schon? Ach, hier habe ich angefangen. Okay, hier habe ich angefangen. Okay. Ich glaube, ich lerne irgendwann übrigens auch, wie man schwimmt. Weil hier vorne rechts ist was versteckt. Da will ich hin. Okay. Bei der Farm war ich schon. Beim Wald hier war ich auch schon. Okay, das ist cool. Bei den Mountain war ich auch... Oh, hier kann ich mal Rad drehen. Bam. Hallo, dreh's doch. Okay, jetzt habe ich es ultra hart gedreht. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Level 3 Item bitte. Oder Level 2 Item wäre auch doof. Nicht Level... Nicht. 5 Münzen ist lächerlich. Das will doch kein Mensch haben. Wieso kann ich hier nicht hin? Ich kann doch sogar fliegen. Ich könnte da hinfliegen. Oh. Du hast deine Brille verloren in den Mountain. Hey, ich weiß doch genau, was du meinst. Also ich weiß wirklich genau, was du meinst. Darf ich die jetzt aufsammeln? Ja, darf ich jetzt aufsammeln. Vorher stand halt der dumme Polizist vor. Also ich will die dir nicht geben, ehrlich gesagt, weil es kann vielleicht ein richtig krasses Item sein, aber... Ah, ist nur ein Quest-Item. Okay, dann mache ich das eben. Hey, Bro, ich hab deine Brille. Sieht nice aus. Slingshot, ja, die ist schwach. Schwaches Item, oder? Wobei... 60, 96? Nevermind, sieht ziemlich stark aus. Danke dafür, Alblali. Ach, hier ist eine Gang. Hier ist eine Gang am Sumpf, die macht Ärger. Okay, es wird noch zwei Folgen geben zu Duck Life. Und zwar in der nächsten Folge werden wir den Sumpf hier ein bisschen aufräumen und die Gang ordentlich verprügeln, weil die machen Ärger. Und in der Folge danach gehen wir in die Stadt, was wohl das Finale ist. Also noch zwei Folgen haben wir. Und dann würde ich aber sagen, Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Thank you.